Was geht, Leute? Mein Name ist Anil Fox und es wird wieder Zeit, The Mask Maker weiterzuspielen. Oh, es ist gefühlt schon eine Ewigkeit her, dass wir das letzte Mal reingeschaut haben. Wir haben die Beute des diebischen Vogels zurückerlangt, sind in das nächste Gebiet eingedrungen und jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Ich glaube, lange geht das nicht mehr und ich bin auch gewillt, dieses Spiel auch zu beenden. Und deswegen werde ich euch nicht lange aufhalten. Nach mir Intro jetzt los. Bis gleich. Ich erinnere mich. Die Mine. Da haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir haben hier drei Dudes. Ich glaube, einer ist noch da unten. Oh, jetzt muss ich erstmal hier Struktur finden. Kam ich von der Richtung hier? Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Es ist süß. Mit kleinen Minischaltern. Aha. Okay, I see, I see. Finden wir schon mal. Much of the coal they mined here was fed right back into the boilers for the mine works. The rest of the realm had no need of such industry, of course, but here it was in service of the king. Okay. Blue shard coal. Fuel for all those steam machines. Ah, das war sogar. Das war. Da fliegen Dinger. Ziemlich nah. Ist das Vögel oder Fische? Oder Vögels? Okay, auf jeden Fall. Da ist der andere. Was passiert, wenn ich jetzt diese Kohle. Aha. Müssen wir tatsächlich hier reinmachen? So, mehr geht nicht, oder? Nö. Okay, und dann noch hier. Wow! Okay, das kommt unten an. Okay, stimmt. Da war unsere dritte Person, in die wir uns verwandelt haben. You'll need to Okay. reactivate this gondola trolley to be able to get to the blue blood vein. Okay, systematisch, Boy. Systematisch. King, meine ich. Wie auch immer. Wir kamen, glaube ich, von da oben. Nee, von der anderen Seite. Und von da? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt diesen Dude herzustellen. Ach, haben wir im Voraus schon gemacht? Hatten wir. Ja, die haben wir letztens schon mal gemacht. Deshalb würde ich sagen, die Masken müssen wir jetzt herstellen. Wir können mal kurz die Maske nehmen, dann wissen wir, wo wir gekommen sind. Was ist das was? Ein Buch. Aha. Ja, genau. Letztes Mal habe ich hier sinniert. Von dieser tollen Grafik. Ich erinnere mich, so langsam dünkt mich das. Wie gesagt, gefühlt habe ich jetzt eine Ewigkeit nicht mehr gespielt. Aber das ist nicht so schlimm. Also, wir machen jetzt erstmal diesen Dude. Kurz alles nochmal laden. Auch das Spiel erkennt, dass wir schon lange nicht mehr hier waren. Aber wie gesagt, lange wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Hallo, grün, nicht gelb. Lange wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Das Erz haben wir jetzt. Aber sollen wir da schon mal hin? Ich weiß nicht. Ich stelle jetzt einfach mal her. Wir haben ja die ganzen Ingredients jetzt schon. Nee, erstmal. Grün machen. So, das ist die Kohle. Nein, das ist die falsche Kohle.
Stopp mal. Haben wir die richtige Kohle? Nein, es ist, glaube ich... Ja, I see. Dieses Stück Kohle oder dieses Erz, das hier, was wir noch nicht haben, ist genau das, wofür wir ja das Ganze machen mit der Mine. Mensch. Und jetzt hier diese Kohlesorte hier haben wir auf jeden Fall. Oben und hier. Und dann diese Federn. Das da. In Gelb. Das ist kein Gelb. A mask cannot be owned, only borrowed. Which, frankly, is very bad for business. Verständlich. Obwohl, mieten, also zu vermieten, ist ja jetzt nicht automatisch dann ein Nachteil. Ich meine, Bibliotheken haben es ja auch so geschafft. Am Anfang. Aber in Zeiten von Streaming und Online haben es Bibliotheken, glaube ich, nicht mehr so einfach, wenn die überhaupt noch ihre Existenz aufrechterhalten können. Gut, und rein geht's. Okay. Also hier haben wir... Also muss ich jetzt wahrscheinlich hier mein ganzes Zeug... Hier in den Ofen rein. Aha. Mal gucken, ob die 5 ausreichen. The molten heart of the mines. It has been cold a long time. How long has it been? Oh, das Heuer brodelt richtig. Und zack. Reicht das oder? Ich glaube schon, weil ich kann ihn auch nicht mehr zurückbefördern. Müsste reichen. Was wir hier noch zu haben, dass wir ja nichts vergessen. Was ist das? Ja, geht das nicht? Nein? Okay. Da kommen wir wahrscheinlich später noch hin. Mal kurz diesen Weg. Some parts of the mine are particularly dangerous. And people made offerings as charms every time before entering. In case they could be swallowed by the depths. Okay, aber keine gefährlichen Tiere, hoffe ich doch. Zumindest. Na gut, wenn es Kühe gibt und Ziegen, dann könnte es eigentlich auch wilde Tiere geben. Auf jeden Fall nehmen wir mal. Ja, brauchen wir, habe ich mir gedacht. Aber mehr ist hier auch nicht. Gott sei Dank. Did you hear that? Nein. Something growl? Nein. Still, perhaps discretion is advised. Ach komm, hör mir auf. Da war nix. Dann machen wir mal die andere Maske noch. Die Frage ist jetzt, also... Allgemein, was machen wir? Designs, even down here in the dark. And they also offer a great protection against the heat from the furnace. Okay, darf ich weiterreden? Danke. Die Frage ist, was spielen wir danach? Weil, wie gesagt, ich glaube, lange wird das Spiel nicht mehr gehen. Just as a mask has an inner and outer face, it can disguise you from others, but beware, also from yourself. Bin mir nicht sicher, ob wir dann im Anschluss, wenn wir das Spiel durch haben, gleich zu Fisherman's Tale übergehen, welches ja von den gleichen Entwicklern ist wie dieses Spiel, The Maskmaker. Also Lust hätte ich auf jeden Fall, aber ich möchte mal auch was Neues ausprobieren. Und hab da vielleicht noch ein paar andere Spiele im Petto. Also die Liste ist ja allgemein richtig lang. Noch lang. Also an Ideen wird es mir nicht mangeln. Schauen wir einfach mal. Muschel in Blau.
Zweimal. Hierhin. So, und dann wieder den Pinsel. Mal in Arbeitshöhe stellen. Und zwar hier mit den Augenringen. Und verbinden. Okay, und hier den Bogen. Das Viereck komplett. Ah, das ganze Ding, okay. Das. Und nochmal gelb, das wir. Sind wir richtig? Ja, nur noch. Ein Teil hier. Also das Malen, das werde ich auf jeden Fall vermissen. It is an open window. It reveals. It transforms. Ooh. So. The regulator worked here, managing the steam pressure for the machinery. One control releases pressure to stop overheating. The other is to maintain the heat in the furnace when you've hit the right temperature. Nur ganz kurz gucken, ob auch irgendwas hinten versteckt ist. Nee. So, schade. Dieser Maskenmensch hat nur diese Area zu laufen. Mehr nicht. Kann die Welt gar nicht entdecken. Ist lediglich hier auf sich allein gestellt. Okay. Wir müssen hier auf das Plus-Symbol, auf den grünen Bereich kommen. Vielleicht ist das noch nicht genug Feuer. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir ihn doch mal. Nein, das war der falsche. Den hier. Nein, das war der falsche. Den hier. Nein, das war auch der falsche. Na, der hier. Sind noch mal rund. Oh. Ist das neu? Ja, genau, da haben wir die Muscheln gefunden. You will need to reactivate a sequence of different jobs to feed steam from the boiler to the engine. Ja, ja, mir ist schon bewusst, wie das funktioniert. Nochmal, jetzt habe ich irgendwas. Genau, hier wollte ich. Ah, okay. Ist also noch nicht genug. Und piu! Da muss mehr rein. Oh, das ist mit Zeit. Okay, I see. Faster. Feed the furnace. So, jetzt. Geht ein bisschen nur runter. So, und jetzt brauchen wir. Passt das jetzt? Nein? Ah, ich muss den oberen nehmen. Und dann?
tricky. Okay, wir müssen uns überlegen. Schnelligkeit, ganz klar. A carving. I once made carvings like this. Okay. My old master used to say I was good with my hands. Now I don't carve wood faces anymore. My old master, da haben wir es doch schon. Ja, da haben wir es, den Hinweis. Der König ist der alte Lehrling. Aber gut, es war ja eigentlich auch irgendwie selbsterklärend. Mal gucken. Was bringt es uns, den Kessel auf Vordermann zu bringen? Was bringt das uns? Im Grunde bringt es uns ja jetzt erstmal nichts. Denn irgendein Puzzleteil fehlt uns. Ich möchte wissen, was dahinter ist. Ist da... Was ist das? Wenn wir den Kessel auffüllen... Nein. Können wir ja die Gondel bewegen. Das ist mir bewusst. Aber bewegen tut sie es, hat sie es jetzt nicht. Kann ich denn schon rein? Nee. Bewegt es sich denn überhaupt? Das ist die Frage. Bewegt es sich? Okay, wir füllen nochmal. Aber das ist der Kohlemensch. Und das ist der Ziehmensch. Okay. Ich bin ärgerlich, dass man halt immer so weit laufen muss. So, jetzt muss man hier ein bisschen runter. Jetzt müsste das Ding ja... Aha! Okay! Ich verstehe! Klar! Die Logik! Leute, die Logik! Wir haben einen Blasebalg. Man kann ja nicht ständig, unendlich immer Kohle reinschippen. Würde ja keinen Sinn machen. Somit macht es ja nur Sinn, Luft, Sauerstoff in den Kreislauf hinzuzufügen, um Hitze zu erzeugen, um die Glut zu Leben zu erwachen. Ja, ja, das macht Sinn. Ja, erkennt man auch an dem Bild. Sehr schön. Jetzt können wir rein. Nur noch. Jetzt ist man nur noch das Geschick hinbekommen. Ah, haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Schnell mal raus. Nee. So, los geht die Fahrt. Oh, es ging aber schön in die Arme. Sportcamme abhaken. Whatever you did down there, whatever I did down there, is healed a little, at least for now. You have done something that I could not do alone, apprentice. And you have my thanks. Ja, jetzt auf einmal. Onwards. Aber wir hatten ja die Vermutung, dass der König an sich ja gar nicht böse ist. Dass ihm die Macht, die Besessenheit, alle Masken zu besitzen und auch die Tatsache, dass er von seinem Meister nicht
so geschätzt wurde, wie er sich's gewünscht hat, ihn dann dazu verliert, so zu sein, wie er jetzt gerade ist, dass wir ihm dadurch helfen, ihn heilen, indem wir hier die Welt reinigen, würde ich sagen. Das blaue Erz, okay. Boah, schön. Da ist es. Ein Stück blaues Erz. Wunderschön. Haben wir noch gut gemacht. Gut, wir haben's. As the light grows, the shadow flits away. It is always there. But when we know ourselves, then that is where the shadow stays. At the edge of the light. Wir haben den blauen Kristall. Ich bin jetzt nur in der Lage, die letzte Maske zu fertigen. Federn. Gleich noch eine. Nein, das brauchen wir nicht. Oh, da brauchen wir ein Teestück. Das gute alte Teestück. Der gute alte Teestück. Die guten alte Teestücke. Hörner. Hörner da. Zwei Stück. Ebenfalls in Blau. Und das essentielle Teil, der blaue Kristall. So. Die letzte Maske von dieser Welt. Ich bin gespannt. Warte mal. Bei diesem Einschalter haben wir trotzdem nicht aufbekommen. Ob der essentiell ist, ist die Frage. You are in the service of the mask. The riddle is to know what the mask expects from you at the moment you wear it. Das ist eine gute Frage. Let's do this. Okay, wir sind wieder hier. Wir müssen wieder mit uns im Reinen sein. Geht wieder runter. Komisch. Nothing could be done alone. Here are the guardians from each of the lands, scattered as all things are. Wieder das gleiche Spiel. Wir müssen jetzt wieder eine Möglichkeit finden, die anderen. Wow. Eine Möglichkeit finden, die anderen zu holen. Die Frage ist, wie. Wir probieren mal was aus. Das ist jetzt. Wir haben jetzt Blau und Grün vereint. Das ist richtig. Wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir ihn. Wenn wir jetzt die anderen, die wir erstellt haben,
Kann es sein, dass wenn wir jetzt ihn jetzt hier hinstellen, upsala, und jetzt wieder zu dem Level zurückgehen, müssten jetzt die Markierungen aufleuchten. Jawohl. Okay. Das heißt, die letzten zwei Masken fertig machen. Wir müssten ja jetzt eigentlich die fehlen uns noch. Die oberen. Okay. Ah. Wir können auf jeden Fall ihn herstellen. Ja. Das auf jeden Fall. Wir gehen schon mal auf unsere Position. See, asymmetry in the mask design. In the mask realm, this is a sign of tolerance and openness to other creatures. Das macht Sinn, dass da was Unterschiedliches ist. From the Ashkan wetlands. Wetlands once, but now a desert. Ein bisschen aufräumen hier. Gut. Wir brauchen Lila und Gelb. Lila kickt man durch Blau und Rot. Wir brauchen zwei Naturhörner. Blumen als Ohrringe. Be careful. A mask always asks more questions than it answers. Okay. Dann frage ich auch nicht. Ne, den Bogen brauchen wir nicht. Sah nur so aus. Oh, doch! Na! Ah. Eine gelbe Muschel. Und. Ist das. Ja, so ein Tropfen. Nein, kein Käfer. Ein Tropfen. In lila. Und in gelb. Und jetzt nur noch die Farben. So, neues Gebiet. Das letzte Gebiet. Wahrscheinlich nicht in diesem Kapitel oder in dieser Folge zu beenden, aber in der nächsten. Aber wir werden jetzt sehen, was uns erwartet. Und ich bin gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Sieht nach einem Wüstengebiet aus. Wir schauen ein bisschen rein. Wahrscheinlich der perfekte Cliffhanger jetzt. Welches wir dann uns für die nächste Folge. Wahrscheinlich letzte oder vorletzte Folge. Oh, schöne. Oh, die Reflexionen sind so gut. The Ashkan Desert. An older part of the realm. Older even than my rule. Once this part of the realm was all shift and flow, flotsam and jetsam. There were networks of gates like these to try to shape the ever-changing flood. But when these lands came under my protection, I dammed the waters at the source. It takes a king to see the big picture. Okay. Gucken. Wir müssen ja wahrscheinlich nur hier die Treppe runter. Aber wisst ihr was? Nee, wir gehen jetzt noch gemeinsam zum Dorf. Ein Zahnrad. Dürre. Hier ist ja alles trocken. Wir brauchen Wasser. Das soll ja ein Damm sein, schätze ich mal.
You will have to open that gate to proceed, but be... I see. There, I thought I was going to see some creative problem solving. Ja, das war das doch. Dafür war es doch gedacht, oder nicht? So. Können wir das senken? Ist er vielleicht hier? Ist da irgendwas? Nee. Man geht jetzt hier einfach durch das Tor durch. Welcome, Apprentice. What was once a shifting, uncertain, dangerous estuary is now settled, stable, safe. That is the power of a king. Oh, ich spüre schon richtig die Hitze. Sieht noch eine mega Rätsel aus. Das sparen wir uns, glaube ich, für die nächste Folge auf. Und ein Blick auf die Sonne am letzten Blick. Ah. Mein Gewitz abmord. Bis gleich. Ah. Ich glaube, bald haben wir es geschafft. Machen wir noch eine vollendete Maskenreihe. Die zwei Dudes auf die richtige Position stellen. Und dann haben wir es eigentlich soweit. Ich denke mal, die nächste Folge wird vielleicht die vorletzte oder auch die letzte Folge sein von The Mask Maker. Ich bin gespannt. Aber davor haben wir noch ein Rätsel zu lösen. Und ich hoffe, ihr seid auch da dabei. In diesem Sinne, euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.